Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da, wachen jetzt hier an unserem großen Feld weiter. Allerdings, um da weiterzukommen, sollten wir erstmal unser Mähdrescher abtanken. Ich will versuchen, dass wir hier in dieser Folge die Ernte durchkriegen. Das müsste eigentlich von der Arbeitsbreite und dem Arbeitstempo hier ohne Schwierigkeiten machbar sein. So könnte natürlich auch etwas schneller laufen, wenn wir uns vielleicht hier gleich richtig ransetzen würden. So, jetzt passt das. Okay, das hätten wir geklärt. So, jetzt sind wir hier aber noch zu Gange, nämlich einmal mit der Sämaschine. Da sind wir aber noch nicht so weit, dass wir loslegen können. Vorher müssen wir den einen Streifen mit dem Stroh noch aufnehmen. Das wollen wir nicht vergessen. Und hab das ja extra so gelassen, denn dann können wir nämlich von hinten praktisch gleich von der Rückseite hochfahren und auf das Feld 26, 27 gehen und da mit dem Stroh weitermachen. Da werden wir dann einen Ladewagen je nach Füllstand mit nach oben nehmen. So, wir fahren hier schon mal ran. Ich schalte aber noch nicht direkt ein, muss immer gucken, nicht, dass ich da Gras mit vorher erwische. Das wäre nämlich ein bisschen blöd wegen der Verteilung da drin. Das Problem ist nämlich, wenn man sehr wenig Gras oder Stroh drin hat und dann was anderes einsammelt, kann es passieren, dass auf einmal der Inhalt wechselt, weil das Verhältnis größer ist. Das wollen wir natürlich nicht. Und in diesem Sinn werden wir jetzt mal hier nach oben fahren gleich. Ich denke mal, wir können aber vorher noch die Maschine starten hier unten. So, das ist erledigt. 2005 Liter haben wir. So, wo ist hier die kleine? Die ist da. Okay, dann gehen wir mal auf die Fahrstufe 2, werden hier schon mal den Düngestreuer einschalten und jetzt auch den Helfer dazu nehmen. So kann das nämlich direkt schon bearbeitet werden. So, wir machen uns hier auf dem Weg nach oben, werden oben im Stroh weitermachen. Der Case ist ja hier schon fleißig zu Gang. Wie gesagt, ich denke mal, das kriegen wir heute fertig. Denn dann können wir auch da oben vielleicht sogar schon mit der Sämaschine weitermachen und uns dann das Stroh im Feld 8-9 Bereich da so langsam noch zu Gemüte führen. Da weiß ich aber nicht, ob wir das alles heute unterbringen. Mal gucken, wie weit wir einfach kommen. Und wie gesagt, also wenn ich das richtig gerechnet habe, ich habe mir das nochmal durchgeguckt alles, könnte das vielleicht sogar mit der nächsten Gerste-Ernte so ausreichen, damit wir uns vielleicht schon den Big X holen können. So, auch hier gehen wir wieder auf die Fahrstufe 2, werden den Ladewagen einschalten und mal das schöne Stroh aufsammeln. Das wird eine ganze Menge Zeug. Ich gucke jetzt nochmal schnell nach den Kühen. Das interessiert mich nochmal. Naja, Stroh 10.000 Liter. Also eigentlich könnte man denen dann doch noch ein bisschen was runterbringen, ist die Überlegung. Auf der anderen Seite, die haben noch genug. Also ich denke mal, das machen wir dann mit der nächsten Fuhre sozusagen, wenn die Gerste-Ernte läuft. Denn da kriegen wir ja auch gleich wieder Stroh rein. Und dann sollte das doch ganz gut funktionieren. So, hier haben wir schon gleich die ersten 10.000 Liter wieder, Liter wieder drin. Kurz mal zu viele L's im Wort gehabt. So, müssen aber schnell mal abtanken. Ist aber auch kein Problem. Also der Kipper wird definitiv voll. Und dann kriegen wir noch einen Rest rein. Von daher gehe ich mal aus, in Summe werden wir so um die 200.000 Liter bestimmt zusammenkriegen. Das ist auch schon mal eine ganz gute Hausnummer. So, die Sämaschine ist zugange und hier werden wir mit dem Stroh weitermachen, damit im Optimalfall die Sämaschine gleich hier hinten dran auch loslegen kann. Dann hätten wir ja sozusagen eine Ruckzuck-Turbo-Ernte hier hingelegt. Wäre ja alles dann problemlos und vor allem auch sehr schnell gelaufen. Und hier kommt nochmal richtig viel Stroh zusammen. Also da werden wir den ersten Ladewagen definitiv verticken, das ist klar, also den Inhalt. Und dann mal gucken, ob wir dann noch einen Ladewagen komplett voll kriegen. Und wenn das komplett wird oder mehr, verkaufen wir nur ein klein bisschen hier unten, weil den Rest würde ich ganz gern mit in die BGA kippen. Ich will nämlich dann für oben schon mal so langsam den Vorrat erhöhen, dass wir dann, wie gesagt, für den Düngestreuer definitiv genug Material zur Verfügung haben. Wenn der Güllestreuer da oben nämlich dann einsatzbereit ist und wir hätten nichts zum Düngen, das wäre ganz blöd. Zumal wir ja später auch oben noch weiteres Feld kaufen möchten, da brauchen wir ja dann auch ein bisschen mehr. Ich meine, sobald wir den Big X haben, ist das kein Problem mehr. Aber in der Vorbereitungsphase möchte ich da doch schon ganz gut ausgestattet sein. So, mit der Spur, das klappt hier ganz cool. Ich denke mal, bis die
Bis wir hier da sind mit dem Ladewagen, wo jetzt der Mähdrescher ist, können wir dann auch die Kondor hinten dran setzen, weil der dürfte auch ziemlich schnell jetzt da mit der Ernte durchkommen. Läuft also bisher alles nach Plan. So, für die Kondor wären das jetzt hier schon 3 Spuren. Ja, ist halt immer so eine Timing-Frage, wann wir loslegen sollten, wann wir könnten oder ob wir noch ein bisschen warten müssten. Aber erstmal fahren wir hier die Spur durch, dann kümmern wir uns um den Mähdrescher, dann bringen wir auf alle Fälle hier rechts den Kipper mal weg. Der ist nämlich auch gleich voll. Der hat schon 82% und ja, wenn wir den beim nächsten Mal abtanken zum Mähdrescher stellen, dann wird der Rappel voll sein, der Mähdrescher aber nicht ganz leer. Das heißt, da müssen wir dann schnell mal zwischendurch ein bisschen was ins Silo packen. So, und da sind wir auch schon soweit. 38, jo, 83% wollte ich sagen, hat der Case jetzt schon wieder in seinem Tank drin. Das heißt, wir werden uns dementsprechend hier noch in Richtung des Traktors bewegen. Dann brauchen wir nicht groß wechseln, sondern können im Prinzip gerade rüberspringen. Und ja, werden dann gleich zum Abtanken vorfahren. Der Case kommt uns ja im Moment noch ein bisschen entgegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja ganz cool so. So, hier machen wir mal kurz Stopp, springen mal raus und werden jetzt mal in Richtung des Case fahren. Ja, 11.000 Liter würden noch gut reinpassen. Das Problem ist, der hat 12.300 Fassungsvermögen, also ganz leer wird er nicht werden. So, 31.000 Euro haben wir. Naja, das sieht schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, mit dem Stroh kriegen wir ja ganz gutes Geld rein. Und ich denke mal, wenn wir dann hier weiter mit dem Stroh machen, dann können wir auch ohne Schwierigkeiten die Maschine schon mal ansetzen. So, den lassen wir jetzt erstmal voll tanken. Das dauert ja eine Sekunde. Hier klappen wir mal zusammen. Vielleicht das richtige Gerät zum Zusammenklappen auswählen, dann könnte das auch funktionieren. Ja, so sieht das gut aus. Und bewegen uns schon mal in Richtung des Feldes 26, 27 hoch. Dann können wir nämlich da vielleicht schon gleich mit der Einsaat beginnen, sobald wir wieder auf dem Ladewagen sitzen. So, und der Case leert sich, der Kipper füllt sich und gleich müssen wir, wie gesagt, dementsprechend dann dort oben mal ein bisschen umrangieren. So, 10% hat er noch drin, das passt eigentlich ganz gut. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal den Kipper zum Silo, dann kann der Case weitermachen. Oh, das sieht eigentlich vom Timing richtig schick aus. So, den bringen wir hier schon mal, wie gesagt, in Position. Ja, hier fahre ich eigentlich auch immer rotzfrech übers Feld rüber. Da sage ich vorher noch, ja, nee, nicht über fremde Felder. Und hier fahre ich jedes Mal schräg rüber, ne? Also auch cool. Aber irgendwie manchmal ist es dann so ein Automatismus, da denkt man gar nicht darüber nach. So, und jetzt werden wir uns hier mal den Ladewagen schnappen. Hätte ich fast gesagt, ich verwechsel die immer, die beiden. Ihr wisst ja, was ich meine. Also in diesem Fall den Kipper. Werde den mal zum Silo bringen. In der Zeit kann der Case sich noch ein bisschen austoben. Und dann passt das. Was haben wir bisher drin? Mal kurz schauen. Ah, Kühe 8,6, das ist gut. So, 91, das heißt, wir gehen auf 152.000 Liter. Ja, das ist doch schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Und da wird ja auch noch ein bisschen was zusammenkommen. Ob das jetzt 200.000 Liter werden, weiß ich nicht. Wird ganz schön knapp, aber immerhin haben wir da schon mal ein Riesenpotenzial. Wenn da dann große Nachfrage käme, hätten wir natürlich jo, einen Riesenschritt vorwärts und könnten uns dann ruckzuck auch bald den großen Big X leisten. So, den einmal hier drüber stellen, dann ist das erledigt. So, während der abtankt, nutzen wir aber auch die Zeit und werden hier noch ein bisschen weiterfahren, denn der ist nämlich auch gleich voll. Das ist die nächste Sache. Da müssen wir nämlich auch mal drauf achten. Das heißt, wir können eigentlich gleich hier nach links abbiegen. So, 5, 6, 7, 8, 9, 0, durch, fertig, aus, leer, voll, alles klar, dann fahren wir den auch gleich runter. Ja, also im Moment haben wir ziemlich viel, was wir hier reinkriegen, ist natürlich optimal für uns, weil das bringt gutes, wichtiges Geld. Und ich kann es ehrlich gesagt kaum noch abwarten, bis wir hier auf den großen Big X kommen. Das wird mal richtig interessant mit dem Direktschneidewerk. Ich habe es ja in dem Tutorial schon mal angespielt und angesprochen. Also das wird sich definitiv lohnen. Da wird richtig viel reinkommen. So, und hier machen wir auch den fliegenden Wechsel. Während der hier nämlich das Stroh verkauft, werden wir uns auf den Kipper schwingen und zu unserem Mähdrescher begeben. Der muss nämlich auch wieder abgetankt werden. Dann passt das auch ganz gut. Ah, noch ein Stückelchen. Noch ein Stückelchen, so, jetzt passt das. Einmal hier drauf und gleich wieder ab nach oben.
So, also ihr seht, richtig fliegender Wechsel, das lohnt sich. Und wir haben 152.000 Liter schon drin. Wunderbar, 12.000 warten schon wieder im Case, dann sind wir bei 164.000. Also das nenne ich doch mal eine sehr erfolgreiche Ernte. Ja, Ernte gut, alles gut, ne? Jetzt fehlt nur noch ein toller Preis und dann sind wir rundum glücklich. So, in diesem Sinne werden wir uns jetzt mal hier auf den Weg machen. Der müsste rechts unten stehen jetzt. Ah, da steht er auch schon. Oh, da kommt dann noch ein bisschen was zusammen. Könnte der fast noch mal voll werden, das wäre natürlich optimal. Oh, dann stellen wir den hier auch ein Stück auf Seite. Das passt auch. Sehr gut. So, hier, der ist fertig. Der hat alles verkauft, was er drin hatte. Sind bei 35.000 Liter. Das ist schon mal richtig schick. 35.000 Euro. Ja. Und ja, selbst so steigt so langsam unser Budget ein bisschen an. Gut, wenn wir gleich die Condor starten, wird das wieder ein wenig nach unten gehen. Klar, Saatgut muss nachgekauft werden. Düngematerial muss auch nachgekauft werden. Aber gut, das kriegen wir alles hin. Ist soweit erstmal kein Problem. Und das Schöne ist hier, die Einstiegsspur haben wir im Prinzip direkt hier nebendran. Da kann das also auch gleich wieder wunderbar einlaufen. Und bevor ich dann aber hier anfange, werden wir die Condor schon mal einlaufen lassen. So, dann können wir nämlich hier parallel fahren. So, einmal die Condor. So, da muss ich erst nochmal kurz ausklappen und ein Stückel ranfahren, so dass wir hier hinten nicht an einem Baum hängen bleiben. Da habe ich nämlich definitiv kein Interesse dran. Und das sieht schon verfluchte Hacke knapp aus. Da gab es, glaube ich, auch schon den ersten Schaden. Eieiei, also da müssen wir aufpassen. So, jetzt fahre ich rückwärts, da muss ich ja gleich nochmal aufpassen. So, ich denke mal, so sollte das passen. Oh, na, das ist eng da hinten. Ja, da riskiere ich jetzt aber nichts. Dann dünge ich hier vorne lieber einen Millimeter weniger. Okay, so, also wir gehen auf die Fahrstufe 2, starten den Düngestreuer, werden auch den Helfer jetzt gleich loslegen lassen und dann kann der hier schon mal einsehen. So, Einsaat läuft, alles gut, alles schön und ja, den werden wir hier nochmal auf die Seite stellen, damit die Condor durch kann. Den können wir eigentlich so in Richtung des Abfahrweges in die Mitte stellen. Ich denke mal, das sollte passen, außer unser Case wird jetzt nochmal voll, das werden wir dann sehen. Aber den lassen wir hier erstmal auf der Seite stehen. So, dann werden wir uns hier den Ladewagen schnappen und weiter Stroh aufsammeln. Also ihr seht, es geht schon richtig rund hier. Ja doch, ich wollte gerade sagen, der will nicht, aber da war ich noch einen Ticken zu früh vor der Spur. Das passt also. Ha, alles gut. Oh, und da rechts läuft, wie gesagt, die Condor schon durch. Jo, wunderbar. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ne? Kampf der Giganten, also Bergmann gegen Amazone. Naja, Bergmann hat sozusagen die Nase vorne, das sieht gut aus, und gewinnt um eine Mähe-Länge, ja, das Rennen sozusagen. Ja, finde ich immer ganz lustig, solche Perspektiven. Kann man auch schöne Kameraaufnahmen mitmachen, am besten natürlich im Multiplayer. Wenn natürlich einer vorbeifährt, der andere filmt das aus einer super Perspektive raus. Wenn man das so im Solo-Betrieb macht, ist das ein bisschen schwierig. Außer man hat irgendwo zufällig einen Helfer gerade und kann das dann entsprechend aus der Perspektive mit aufnehmen. Da gibt es viele tolle Sachen. Da muss ich mir auch mal überlegen, ob ich sowas einfach mal aus Spaß mache. Weil ich finde solche Perspektiven passend, schöne Musik dazu, ganz cool. Aber nicht so, so bum bum lala, also irgendwas ups, 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 ne? Und dann da sieht man irgendwo ganz gemütlich mit 20 km/h einen abernten. Das passt nicht zusammen, Leute. Ne? Aber mal schauen, vielleicht fällt mir da auch irgendwann mal was ein. So, und wir sind ganz gut dabei. Der Case müsste jetzt jeden Moment fertig sein. Mit viel Glück brauchen wir ihn auch nicht mehr. Nein, brauchen wir auch nicht mehr abtanken. Das heißt, das passt auch wunderbar. Ja, dann sind wir richtig gut dabei. Das heißt, bum, 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 in der nächsten Folge Case leer machen, wieder runterfahren, dann den restlichen Weizen ins Silo bringen und dann werden wir uns oben an das Feld 8 und Feld 9 machen. Ich denke mal, bis Mitte nächster Folge dürfte auch hier das Feld fertig eingesät sein, so dass wir das hier komplett abschließen können. Hätten wir also wieder ein bisschen Arbeit geschafft. Ja, Ernte ist durch. Ernte war gut. Alles ist gut. Wir sind glücklich. Es kommt viel rein. Wir können auch hier noch ein bisschen Geld verdienen jetzt. Und ja, damit unsere Kosten decken, unsere Einsaat neu finanzieren. Oben werden wir noch ein bisschen Vorrat für unseren Güllestreuer anschaffen. Also das sieht doch alles sehr vielversprechend aus.
Und ich freue mich jetzt eigentlich schon richtig auf die Gersteernte. Zum einen haben wir natürlich wieder Stroh, das ist sowieso immer gut. Und zum zweiten haben wir natürlich dann einen riesen Vorlauf, der es uns ermöglicht, im Fall der Fälle doch mal richtig zuzuschlagen und uns das Geld zu sichern für den großen Big X. Ja, das werden wir aber alles nicht mehr heute erleben. Der Timer erinnert mich gerade so ein bisschen daran, dass die Folge zu Ende ist. So, und jetzt muss ich überlegen, wie wir das am besten machen. Also, wir müssen jetzt hier irgendwie zum Schluss kommen. Wenn ich aber jetzt noch hier die ganze Reihe durchfahre, da hinten den Mähdrescher wegfahren, alles drum dran, sind wir schon wieder in absoluter Überlänge. Und auch da wurde ich so ein bisschen angemahnt, ich sollte es doch vielleicht nicht übertreiben und immer so lang machen. Ab und zu mal wäre ja okay. In diesem Sinne schalten wir hier jetzt mal ab. Ich möchte natürlich auch immer euren Wünschen nach Möglichkeit gerecht werden. So, der bumst mal kurz hier den Turm an. Merkt aber, den Turm, den Baum, merkt aber selber, dass das nicht klappt und fährt rückwärts. Das finde ich cool. Allerdings wäre jetzt die Überlegung, ob wir hier auch vielleicht nochmal eine Kleinigkeit machen oder ob wir einfach nur auf einer anderen Seite mit der Einsaat anfangen. Das müssen wir auch mal im Auge behalten. Wir haben jetzt schon wieder ein bisschen Schaden kassiert. Das ist nicht so gut. Werden das mal beobachten. Und ja, schalten wir Helfer aus, Düngemaschine aus. Düngemaschine aus, so. Und in diesem Sinne machen wir da morgen weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis dahin, Servus und Tschüss.